So, wir werden jetzt gleich von einem Bossmonster angegriffen. Einer Gargantula. Ey, kann's echt nicht mehr ausquatschen. Scheißwort, Gargantula, geht doch. So. Die ist auch nicht weiter schlimm, weil ich kann die eh nicht besiegen. Die haut eh irgendwann ab mit dem Kampf nach 2 oder 3000 HP. Und die, das ist glaube ich nur Ablenkung oder sowas. Weil mich dann Zorn und Torn angreifen oder sowas und mich in so eine Falle locken. Und dann sieht selbst Steiner ein, dass Königin Brain oder Brane nicht so viel Wert auf das Wohlbefinden von Garnet legt. Und naja, nicht weiter schlimm, halt mit Markus klauen, mit Misa heilen und Steiner halt angreifen. Und ich habe jetzt rausgefunden, diese Stellatius, also in dem Part, als ich die Stellatius abgegeben hatte, ich hatte ja zwei Stück gehabt. So, zwei Stück, ich habe 1000 Gold bekommen und habe 1000 Gold und eine Phönixfeder oder sowas. Und eigentlich alle vier, nee, also zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich 5 Stück haben können. Hätte ich alle abgegeben, hätte ich eine übelst geile Waffe von Steiner bekommen und die hätten mir auch ungemein geholfen. Also egal, wir sind da eh im Bar und von daher schaffen wir das auch so. So, dieser heilt immer. Ich hab alle drauf. Hat das jetzt die Rüstung gebrochen oder nicht? Perfekt. Am besten jede Runde gleich heilen. Heilen. Dass überhaupt nichts passieren kann. Und dann passt das schon. Ja, du greifst normal an, scheiß drauf. Teufelskuss. Das jetzt, das ist doch Vergiftung. Das ist doch Vergiftung oder so, ne? Oh. 120. Das ist böse, Alter. Ja, oder ist der vergiftet? Naja, ist nicht so schlimm. Das sind noch ein paar Angriffe von dem. Mit Steiner auf das Vieh und dann ist auch gut. Dann war's das. Steiner scheint immun dagegen zu sein. Boah, ey, wie der reinhaut! Hammerhart! Ja, komm. Du kannst noch was klauen. Aber ich glaube, du kannst nur noch eine Methylgabel klauen oder sowas, die ich glaube ich eh schon habe. Aber man kann ja nie wissen. Vielleicht brauche ich die da nochmal für Synthese oder sowas. Oh nein. Scheiße. Jetzt schlecht. Genau. Das wollte ich haben. Okay, dann machen wir jetzt so und so. Naja, und Rest kämpft an normal und dann ist die. Ich glaube auch schon kaputt. Ist dann schon down. Also, die hat nicht wirklich viel HP. 2500, 3000 rum oder so. Nicht wirklich viel. Naja, das ist nicht so schlimm. Fast schon. Komm, greift an, dann machst du das. Ich werde jetzt mal kritten können, Steiner. Ja, halt wieder Cure. Normal. Okay, das war's. Wie es jetzt rausstellen wird, war das nur ein Ablenkungsmanöver. Und das heißt auch so viel wie, wir sehen die Schlange eh nochmal. Waren wir hier nicht? Hä? Das sieht doch genauso aus wie wo wir in Treno eingestiegen sind. So, wir werden jetzt aber glaube ich, wenn das jetzt schon hier war, von Turn und Zorn gefangen genommen. Und dann kommt sogar glaube ich bald so eine übelst geile Sequenz. Da kämpft Alexander, so eine Beschwörung. Gegen Anima. Und Anima ist mit einer der geilsten Beschwörungen, die es gibt.
schon alle schon alleine wegen ihrer Attacke in Final Fantasy X, wegen ihrem Skill, Chaos-Dimension. Ey, das ist, also ich finde, es ist eigentlich fast der geilste Anime. Finde ich. Ich glaube aber, man kann die in Teil 9, kann man die gar nicht nehmen. Das ist, geht, glaube ich, gar nicht hier. Da gibt es ja nur die ganzen Bekannten, die ganz alten Bekannten. Und Anima zählt eigentlich mehr zu einer neuen Anima. Ja, los, wir müssen uns beeilen. Los, go, 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 go. So, jetzt geht hier, glaube ich, irgendwas zu. Ja. Ey, ich wusste es. Ich hab's so drauf. Was ist das für ein Trick? Was ist das für ein Müll? Ja, klar. Markus war's wieder. Hm. Weil er ein Krimineller ist. Steiner, du bist bescheuert, Mann. Müssen wir jetzt gegen dich kämpfen? Nee. Nee, glaube nicht. Das kommt erst später. Naja, jetzt sieht Steiner ein, dass es einfach nur, dass der was Falsches glaubt, von wegen, ja, gutes altes Alexandria. Nee, Steiner, kannst du vergessen, du Drecksack. So ist das nicht. Misa hatte die ganze Zeit recht. Bring mich zu meiner Mutter. Nein. Lol. Oh, ich hab Durst, ey. Pfirsich Eistee for the win. So. Wird ja mal Zeit, dass das Geschehen wieder mal zu denen schwenkt. Schwankt. Zu denen wechselt halt. Oh ja. Take it easy, okay. Nö. Aber die hängen jetzt mächtig lange an dem Fleck und haben sich nicht bewegt. Okay, also wir müssen nach Clara. Clara war der Ort gewesen, an dem ich, in dem Part, wo ich nach Promethea bin, bin ich erst so einen Wirbelsturm gelatscht und dann dachte ich mir, hä, das ist doch gar nicht Promethea. Das war Clara, das ist jetzt auch auf der Weltkarte verzeichnet. Und da muss ich jetzt hin, das ist so ein riesiger Baum. Da muss ich mich da hochkämpfen jetzt und so. Und das ist aber jetzt nicht unbedingt so ein Part, der jetzt so übelst interessant ist. Also, da jetzt übelst viel Spaß macht. Die Kämpfe da sind scheiße. Der Boss da ist scheiße. Und wahrscheinlich vergesse ich wieder die Hälfte an Items da einzusammeln, weil da gibt's echt krass viel Zeug einzusammeln. Ich glaube so 10 Stück oder so in dem Baum. Und ich sammle eh bloß wieder 3 Stück oder so ein, weil ich den Rest verraffe. Aber Aragorn wird mich ja darauf hinweisen, was ich alles vergessen habe. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss rübsen. Und dann muss ich speichern. Lass mich speichern, du Drecksack. Safe. Jo. So. Zack. Deines Horst Basin. Aha. Ach genau. Erst mal den ganzen Mist, den ich in Treno gekauft habe, anlegen. Weil das muss. Sonst vergesse ich das nachher. Habe ich hier was? Nee. Lol. Hier was Besseres? Nee. Fire brauche ich nicht. Sauset Slow brauche ich nicht. Strange geht hoch. Nehmen wir das. Bone Wrist. Steel Gill Antibody. Geht da viel hoch. Ja, ist schon viel. Evade vor allem. Scheiße. Legen wir einfach an und geben das einem anderen Zielschwert.
Spirit geht runter. Spirit brauche ich eh nicht so wirklich mit denen, dann nehmen wir das an. Ja genau, nicht modieren. So.